So dieses SARS-CoV-2-Infektionen, was ist das Problem oder was wäre dann ein Problem für IBD-Patienten? CED-Patienten sind dann gefährdet. Ist die Impfung auch sinnvoll? Das wäre die Hauptfrage, die ich jetzt probieren soll, zu beantworten. Und das vor allem, wenn wir uns vorstellen, dass jetzt eine dritte Welle kommen könnte. So, wir haben diesen Verlauf gehabt mit den zwei verschiedenen Wellen, die man hier dann gut sehen kann. Und was auch interessant ist, das ist sehr bekannt von den Epidemiologen. Und das war eigentlich keine große Überraschung, wenn man schaut, was passiert ist, zum Beispiel am Anfang von den letzten Jahrhundert mit dem spanischen Grippe, haben wir genau dasselbe gehabt. Eine erste Welle, die klein war, eine zweite, die sehr groß war, wie bei uns, und vielleicht sogar hier auf dem Grafik noch eine dritte Welle. Was ist auch sichtbar, ist diese klar zwei Wellen, die extrem anders ist. Und vor allem haben wir das erlebt hier in Bern, als wir bei der ersten Welle ein wenig geschützt waren in der Mitte von der Schweiz. Aber nachher, die zweite Welle hat uns massiv getroffen und viele Patienten wurden dann positiv getestet, wie Sie es hier sehen können bei den Daten von der Inselgruppe. Und das ist eben wegen dieser Aerosolen, die wir mit diesem Viren haben und die Einfachheit, dieses Virus zu übertragen von einem Patienten zu den anderen. Und unsere Maßnahmen dafür sind zum Beispiel die Masken, die uns aber, und das muss man auch wissen, nicht hundertprozentig schützen. Das heißt, je nachdem, welche Qualität von der Maske Sie tragen, gibt es einen Unterschied. Es macht schon Sinn, das zu tragen, vor allem, und das ist immer, wie wir es benutzt haben, bei den Gesundheitsleuten, war zuerst, um die anderen zu schützen. Wenn wir einfache Masken haben, schützt man auch die anderen, weil man weiß nie, wenn man diesen Virus hat, und man weiß meistens zu spät, wenn man den hat. Und wenn man sich wirklich selber schützen möchte, dann muss man spezielle Masken halten, diese FFP2 oder FFP3, die sehr stark sind und lassen da sehr wenig Partikel, 1 auf 100 oder 5 auf 100. Und deswegen diese 95% oder diese N95 für die FFP2. Und man schützt sich dann. Und wir benutzen diese Maske zum Beispiel für die Endoskopie bei uns, weil es viel Aerosol produziert wird von diesen Untersuchungen. Aber was am besten wirkt, ist definitiv den Abstand halten und diesen Lockdown, die dann durchgeführt worden ist. Und es gibt klare Daten jetzt mit Beispielen hier zum Beispiel in Italien, dass der Lockdown und den Abstand hat die Situation massiv gebessert, ganz am Anfang von dieser Welle, und hat viele Leben gerettet. Hier zum Beispiel war der Unterschied zwischen den zwei Lockdowns in Lodi und in Bergamo. Das war eigentlich nur ein paar Tage, aber diese Tage waren, so diesen Abstand war groß genug, oder die Reaktion von Bergamo war so spät, dass sie einen massiven Änderung gehabt haben von den Fällen im Vergleich zu Lodi, die viel früher den Lockdown angefangen hat. Das ist die erste Pfeile und dann die zweite. Und was noch wichtig ist, und Sie wissen das jetzt alle, ist, dass man aufpasst, dass man nicht die anderen Leute ansteckt, dass man ein sogenannter Nicht-Superspreader wird. Was es bedeutet, ist, man sollte diesen Abstand haben und aufpassen, dass man kein Aerosol macht. Und vor allem, was wichtig ist, ist der Kontakt mit den anderen Leuten und der Anzahl von Kontakten, die wir haben in einem Tag oder in einer Woche. Und hier haben Sie ein Beispiel von einem Superspreader, das ist die rote Pfeile, und ein weniger großer Spreader, das ist der mit der grünen Pfeile, der hat mehr aufgepasst da mit den Leuten, die
mit dem er Kontakt gehabt hat. Und wenn man so schaust, wie der Verlauf ist von den roten neuen positiven Fällen in dieser Simulation, dann sieht man, dass sobald der Superspreader dann infiziert ist, ändert sich massiv die Situation, wenn er in Kontakt, direkten Kontakt ist mit den Leuten. Und dann wird ziemlich sofort nach 2, 3 Zyklus das ganze Diagramm ganz rot. Und der andere hat eigentlich die Leute, mit denen er in Kontakt war, 2 Leute dann infiziert, aber das hat viel weniger Einfluss gehabt auf diesen ganzen Grafik. Und das ist noch einmal. Und warum ist dieses Virus so aggressiv und hat so viele Leute dann angesteckt? Es gibt verschiedene Aspekte. Es gibt diese Moleküle, die wir im Darm haben, wo der Virus dann ein Eingang für den Virus ist, diese ACE-Moleküle. Und es gibt auch diesen Eingang bei den anderen Teil von dem Schleimhaut. Und deshalb ist es auch für den Virus er hat einen Virulenzfaktor, der ihm den Schlüssel gibt für diesen Eingang durch diese Moleküle. Was wichtig ist, wenn man von diesen Molekülen spricht, ist, dass eigentlich diese Moleküle sind nicht erhöht, wenn man ein IBD-Patienten ist. Am Anfang hat man eventuell gedacht, dass die Moleküle exprimiert wurden, diese Schlüssel für den Virus und dass es die Situation gefährdet könnte. Aber das war ganz am Anfang. Und nachher hat man gemerkt, dass es eigentlich nicht der Fall ist, und vor allem nicht unbedingt wegen der Inflammation, aber dass trotzdem die Therapie die Situation etwas verbessert von dieser Produktion, von dieser ACE2, das ist diese Moleküle, die dann den Virus aktiviert. Das heißt, eigentlich eine Therapie durchführen ist eher ein Benefit für den Patienten, und die sind dann weniger gefährdet. So die Therapie, die man durchführt, sollte man weiterführen. Und zweitens, wir haben jetzt genügend Daten gesammelt über ungefähr 1,5 Jahre, zu sagen, dass kein erhöhtes Risiko von Covid wirklich gibt bei IBD-Patienten per se. Sind noch die eigenen Kriterien von diesem Patient, die das Risiko erhöht, wie bei der normalen Bevölkerung. Das heißt zum Beispiel Alter, Komorbiditäten, Bluthochdruck, Diabetes, Obesität sind auch die Kriterien, aber nicht unbedingt die Erkrankung per se. Und zweitens, es ist sicher kein erhöhtes Mortalität assoziiert mit diesen Erkrankungen, auch mit den Therapien. Bezüglich der Therapien gehe ich noch in Details, wo wir ein leichtes Zeichen gehabt haben für ein leicht erhöhtes Risiko. Es geht um verschiedene Klassen von Molekülen und spezifischen Medikamenten. Aber grundsätzlich, wenn Sie ein Deko-Message haben wollen, das steht fast auf diesen Slides. Und dann gehe ich noch ein wenig mehr in Details, was die Forschung und die Forscher wirklich dann noch gesehen haben bei ihren Registern. Es ist klar, dass dieses Virus hat einen Einfluss direkt auf unseren Darm und unsere Darmflora, induziert auch gastrointestinelle Beschwerden, mehrere, auch obere gastrointestinelle Beschwerden, sogar auch einen Befall, manchmal bei der Leber und Bauchspeicheldrüse, aber vor allem ist es sehr bekannt mit der Entwicklung von Durchfall. Und man sieht es auch, dass die Patienten, die einen längeren Covid haben, entwickeln meistens dann diese gastrointestinalen Beschwerden. Und hier ist es ein Beispiel, dass dieses Übertragungsrisiko von Covid wahrscheinlich durch den Durchfall ein wenig länger dauert, bei einigen Patienten, wenn dann dieses Shedding sozusagen, so Produktion vom Virus im Stuhl dann länger ist. Ob das definitiv ein großes Übertragungsrisiko ist, ist nicht hundertprozentig klar von den Daten, aber das dauert länger und das dauert fast bis einen Monat.
dass man das noch übertragen theoretisch könnte. So, der Verlauf von der Erkrankung ist eine Inkubationszeit von 1 bis 4 Tagen. Jetzt sind sie zurückgegangen mit dem Quarantänen, weil wir gemerkt haben, dass es eher ungefähr bei 7 Tagen ist, oder die meisten Inkubationszeiten sind eher bei 7 Tagen. Und deshalb wird die Quarantäne nicht mehr so lang. Und zweitens, und das ist auch extrem wichtig, wenn man die andere Leute dann anstecken könnte oder theoretisch das Virus weitergeben könnte, ist vor man diese Symptome entwickelt. Das heißt, 2-3 Tage vor den Symptomen ist man am höchsten dem Risiko, das den anderen Leuten zu geben. Und bei den Daten hier in dieser Studie in München und andere Studien, die ich gelesen habe, die Kontamination war dann 44% der Zeit schon vorher bei diesen 2-3 Daten vor den Symptomen. Extrem wichtig. Und das ist der Grund, dass diese Abstandmaßnahmen funktionieren, dass wenn man sich entscheidet für etwas, was man da nicht machen möchte im Sinne von Kontakt mit Leuten, dann hat einen Einfluss, wenn man noch nicht weiß, dass man diese Leute kontaminieren könnte. Und nachher fängt die Erkrankung an mit Fieber und Husten ungefähr eine Woche. Und dann entwickelt sich während der 2. Woche diese mögliche Darmbeschwerden oder auch eine Verschlechterung von dem Zustand von dem Patienten. Hier haben sie Stuhl gesammelt, Urin gesammelt und auch Sputum, die verschiedene Farbe, grau, gelb und orange. Und man sieht auch, wie hoch die Partikel vom Virus da in den verschiedenen Liquiden, so Flüssigkeiten sind. Und man kann sich dann gut vorstellen, warum man noch im Stuhl die Kontamination machen könnte, wenn es dann im Urin schon nicht mehr nachweisbar ist, nach ungefähr einem Monat. Und es passiert dann am Anfang von dieser 2. Woche eine richtige Serokonversion von den Leuten. Und diese Entwicklung von Antikörper gegen das Virus wird dann die Partikel oder das Virus langsam eradizieren über die Zeit. Und schon nach einer Woche sind die Hälfte von den Leuten schon geschützt von diesem Phänomen von der Serokonversion. Es gibt trotzdem auch wegen dieser Reaktion gegen den Virus eine mögliche Hyperstimulation von dem Immunsystem. So, man hat die initiale Phase, wo der Virus dann anerkannt ist und eine Kaskade von Stimulation von Zellen und am Ende eine Reaktion von diesen aktivierten Zellen. Und diese Reaktion, das ist, was die Inflammation macht und am Ende die Läsionen von den Organen und die Komplikationen von dem Virus. Ist meistens nicht ein Virus per se, die diese Komplikationen macht und den Patienten oder den Leuten wirklich gefährdet, sondern mehr die Hyperinflammation, die sich entwickelt. Und es gibt jetzt noch mehr Daten zu zeigen, dass diese verschiedenen Phasen von der Virusentwicklung und Pathogenese ist sehr vergleichbar mit der Pathogenese von den chronischen entzündlichen Darmerkrankungen. Und wenn Sie diese Slides anschauen, dann sehen Sie viele Substanzen oder Interleukin, die eine Rolle spielen bei unseren bekannten Erkrankungen. Und deshalb auch sind unsere Medikamente dann wahrscheinlich eher ein Schutz als etwas Negatives in diesem Prozess, da das Immunsystem nicht so stark reagieren wird, obwohl die Sicherheitsmaßnahmen sind trotzdem das Medikament eher zu stoppen, wenn man irgendeine Infektion hat, sowieso, und dann wird es auch so empfohlen. Aber man sieht, dass es eigentlich, es gibt Hinweise, dass man eventuell einen Benefit haben könnte von diesen Therapien.
Und es gibt Daten, die jetzt oder Studien, die jetzt am Laufen sind, um das zu klären. Jetzt, wenn man ganz genau in den Medikamentenmanagement von dem Patienten geht, gibt es, das ist eine Initiative von den USA, ein Register, wo wir unsere Patienten da in der ganzen Welt eingetragen haben mit dem Typ von Medikamenten, die sie haben, die Komplikationen, die sie entwickelt haben und wie der Verlauf war. In der Schweiz haben wir 40 Patienten eingetragen im System. Und Sie sehen hier auf diesen Tabelle, dass die USA und vor allem hier Russland oder Spanien sehr viel auch in dieser Studie involviert waren. Am Ende sind wir jetzt Ende April bei 6.000 Leute in dieser Studie eingeschlossen. Und es gibt so Daten, die rauskommen als Diagramm, die man sich anschauen kann, auf diese Links, die ich Ihnen vorher gezeigt habe. Und ich habe das mir nochmal angeschaut, so wie die Literatur, so die zwei Publikationen, die gemacht wurden, die jetzt zur Verfügung sind, mit weniger Patienten. Aber was man sieht hier als interessante Daten, sind eigentlich, dass bei diesen chronischen Entzündungserkrankungen haben wir natürlich eher junge Patienten, 20 bis 60 Jahre alt sind die große Menge von Patienten. Aber das ist nicht die Gruppe, die den schwierigen Verlauf haben könnte. Und wenn man schaut, über 50 fängt es an mit dem schweren Verlauf von Covid, mit der Intensivstation, Aufnahme oder sogar mit dem, dass die Patienten dann eigentlich sterben können. So 80% von den schweren Verlaufen sind über 50 Jahre alt und 90% die Patienten, die sterben, sind auch in dieser Gruppe. Und es ist natürlich keine gute Nachricht, aber auf der einen anderen Seite eher eine gute Nachricht für junge Patienten, die behandelt sind. Aber man muss trotzdem dran denken, dass 50 Jahre alt ist schon der Anfang von diesem Risiko. Und das ist auch, und es gibt trotzdem Patienten, die auch mit 40 und 30 Probleme haben können. Aber das haben wir auch gemerkt jetzt bei der normalen Bevölkerung. Und bezüglich der Medikamenten, dann gibt es zwei Publikationen, die gezeigt haben, dass Cortison eigentlich ist eher immer den Bad Guy. Und hier auch, so wenn die Infektion dann passiert, die Verschlechterung passiert dann noch mehr bei Patienten unter Steroide mit einem Odd-Ratio von fast 7 mal höher bei dieser Gruppe von Patienten. Aber diese Medikamente helfen auch bei den Phasen, die wirklich schwierig sind von den Patienten, wo das Immunsystem zu aktiv ist. Dann ist trotzdem Dexamethason, so ein Typ von Cortison, hat gezeigt, dass es eigentlich geeignet ist, es zu geben, wenn der Patient wirklich sich verschlechtert hat. So, das hat dieses Doppeleffekt von Cortison am Anfang von der Erkrankung eher schlecht. Aber dann im Verlauf, und vor allem bei einem schlechteren Verlauf, dann eher protektiv oder könnte helfen, die Situation nicht zu schlimm zu entwickeln. Und zweitens gibt es diese Daten über Sulfasalazin und Mesalazin, also diese 5-ASA, die vor kurzem jetzt von Frank Seibold beschrieben worden sind, als eher wenig Nebenwirkung. Und das ist schon so. Wir denken auch, dass diese Medikamente nicht besonders gefährlich sind. Es gibt vielleicht verschiedene Aspekte von Bias hier, weil diese Medikamente sind auch gegeben bei Patienten, die eher
älter sind als die andere Gruppe. Und dann könnte es einen Einfluss haben, den man nicht ganz korrigieren kann bei dieser Studie oder vielleicht andere Aspekte, die wir noch nicht ganz und komplett geklärt haben. Und ich habe zwei Werte gezeigt und eigentlich zwischen den ersten Publikationen und zweiten hat schon das Risiko etwas reduziert von diesen Medikamenten. So vor allem die Steroide. Und bei der zweiten Publikation sind auch diese blaue Daten über Thiopurin, so Azathioprin und Purinethol, die zeigt ein erhöhtes Risiko bei 4-fach ungefähr und als Monotherapie oder in Kombination mit dem Anti-TNF-Therapie, Infliximab, Adalimumab oder solche Medikamenten. Eigentlich hier auch ist es jetzt neu ein K-Wert für uns, dass man, wenn möglich, eigentlich die Kombotherapie bei diesen Patienten in der Phase von der Pandemie. Und das ist, ich würde sagen, fast, was wir spontan bei einigen Patienten schon besprochen haben, als wir die Anpassung der Therapie machen wollten, auch ganz am Anfang bei der ersten Welle, hat man sich wirklich da überlegt, ob diese Kombotherapie noch nötig war. Und ich kann mich gut erinnern, dass ich das mit einigen Patienten besprochen habe. So, eben während dieser Pandemie, wenn man keine Symptome hat und kein Covid, dann sollte die Therapie weitergeführt und in einzelnen Fällen und einer gemeinsamen Abmachung sollte man die Kombotherapie pausieren und die Steroidetherapie reduzieren, mindestens von der Dosis. Und am Ende kommt sowieso jetzt als wahrscheinlich beste Lösung von dieser Pandemie und von den Risiken, die da besteht, die Impfung und weiterhin Abstand und Masken, wie wir es jetzt gemacht haben. Man weiß, dass bei dieser Phase die Risiken bleiben die gleiche Risiko wie bei der normalen Bevölkerung, plus meistens eine aktive Erkrankung zu haben, deshalb die Therapie weiterzuführen. Und eben, wie vorher gezeigt, bei den anderen Slides, diese leichte Risikoerhöhung bei diesen Medikamenten, die man von diesem Register gesehen hat, obwohl dieser Register nicht alle Aspekte von einem IBD-Patienten wirklich fassen kann, weil das, die Daten, die da eingetragen sind, sind nicht, manchmal nicht genügend in Details und es gibt Aspekte, die nicht da drin sind, zum Beispiel das Rauchen oder andere Kriterien. Wenn man jetzt einen Patient hat, der in Kontakt war mit dem Covid, dann, wenn er keine Symptome hat, würde man wahrscheinlich die Medikamente noch besprechen, zu entweder reduzieren oder sogar pausieren, je nachdem, wie der Patient geht. Und dann nach einer Beobachtungszeit, wenn man diese Therapie reanfangen, wenn der Patient dann mindestens 10 bis 14 Tage nach der Episode ist, asymptomatisch und mehr als 3 Tage kein Fieber gehabt hat und vielleicht sogar noch getestet und negativ ist von dem PCR und nicht mehr den Virus im Körper hat. So diese Impfung da ist nicht mehr adäquat in dieser Situation, aber der Patient muss natürlich dann in Quarantäne bleiben und aufpassen, dass er niemand noch einsteckt. Und es gibt viele Daten über diesen Restart und es ist ein Gleichgewicht zu finden zwischen die Schwierigkeit, die Erkrankung stabil zu haben, so diese Severität von der Erkrankung, wie schwer die Erkrankung ist, wie schnell wir wieder die Therapie brauchen oder wie hoch das Bedürfnis ist für die Therapie und gleichzeitig wie schwer diese Infektion ist oder das Risiko von dieser Infektion ist. Wirklich ein Gleichgewicht, wie Sie sehen können in diesem Diagramm. Und der Arzt versucht, die richtige Zeit zu finden, wo er das wieder anfangen möchte, auf der Basis von all diesen Kriterien
Und das kann zwischen 10 Tage sein und zwischen fast einem Monat sein, je nachdem, wo der Patient sich befindet. Und hier eine Zusammenfassung, aber ich gehe nicht nochmal in Detail über die verschiedenen Medikamente und eigentlich, was sind die Empfehlungen für diese verschiedenen Medikamente. Und eben, es gibt diese Frage von den Combo, die man besprechen muss oder die man sogar stoppen muss, wenn man eigentlich die Infektion hat. Und so rot sind eher die Medikamente, die man stoppen sollte. Orange sind ein wenig die Unsicherheiten, wo man es wirklich von Fall zu Fall wirklich besprechen soll. Und grün sind die Medikamente, die eher ein gutes Profil haben in dieser Situation, wo man da weniger sich Sorge machen soll. Und was interessant ist, und das sind noch andere Daten über verschiedene Virusinfektionen. Es wurde schon gezeigt, dass Vitamin D hilft in dieser Situation. Und das war eigentlich einer von meinen Empfehlungen, was ich auch mit meinem Patienten gemacht habe, ist ein Weg, mich mehr fokussieren auf den Vitamin D-Mangel, weil es erstens auch sehr wichtig ist für unsere Patienten und auch hier eine gewisse Hilfe geben könnte für das Immunsystem, den Virus besser zu eradizieren. Und das schadet eher nicht, wenn man das gut prüft und gut substituiert. Und am Ende, was wahrscheinlich das Beste heutzutage ist, ist definitiv die Impfung. Die Impfung empfohlen von verschiedenen Institutionen, inklusive IBD-Net. So den Statement von IBD-Net ist genau das Gleiche, wie es hier zusammengefasst ist. So der Patient, der chronische Entzündungserkrankungen hat, kann geimpft werden, muss sobald wie möglich oder sollte sobald wie möglich geimpft werden, weil man muss nicht, es ist eine Empfehlung. Man sollte. Und diese Impfungen sind, soweit wir es wissen, kein Risiko für irgendeine Stimulation, die Situation verschlechtern könnte von dem Darm oder von dem Immunsystem von dem Patienten. Und diese Impfung soll nicht verschoben werden, wenn man die anderen Medikamente gibt. Wenn man ein Datum hat, sollte man es machen. Was wir ein wenig in der Praxis jetzt gerade machen, und das haben wir vor kurzem auch besprochen mit Kollegen, wir probieren, die letzte Dosis anzupassen, damit es nicht gerade am nächsten Tag passiert. Wenn man das Datum von der Impfung hat, und das ich finde auch wichtig, dass sie uns die Daten dann geben, damit diese Anpassung dann gemacht werden kann, damit wir mehr Chance haben, dass das Ansprechen an diesen Impfung dann gut ist. Aber man muss sich erinnern, dass dieses Ansprechen oder die Wirksamkeit von diesen zwei Impfungen, die wir im Moment zur Verfügung haben, diese mRNA ist extrem hoch und ein weniger von extrem hoch bleibt sehr hoch oder extrem hoch. Von dem her, ich würde sowieso die durchführen und es gibt jetzt im Moment verschiedene Publikationen, die rauskommen. Einige sagen, okay, mit Anti-TNF könnte es weniger stark sein, dass die Reaktion auf das Immunsystem. Aber nachher kommen auch sofort zwei neue Studien oder Daten, die das Gegenteil eher zeigen. Und von dem her sind wir noch nicht ganz einig, um zu sagen, okay, dieses Medikament soll gestoppt, dieses Medikament soll weitergeführt, etc. Und deshalb probieren, das richtig anzupassen von dem Timing, aber sicher die Impfungen und den Impftermin wahrnehmen. Und wie funktioniert es? Eigentlich mRNA wird produziert von den Zellen und das ist auf der rechten Seite. Und diese Produktion
so die Zellen lesen diesen mRNA und produzieren eine Protein von dem Virus so künstlich. Und unser Körper will reagieren gegen diese Protein, und das ist, wie diese Impfung funktioniert. Und manchmal, was man macht, ist, man macht diese Protein auf der Oberfläche von einem Vektor, ein Adenovirus, und das sind die andere Form von den Impfungen, diese Johnson & Johnson oder AstraZeneca, sind in Form mit dem Viren, der uns diese Protein bringt im Körper. Und mRNA ist einfach das Buch, oder wo man die Musik liest und wird gelesen von den Zellen und dann produziert und am Ende eigentlich der Körper dagegen reagiert. So, mit dem möchte ich noch zusammenfassen und freue mich auf die verschiedenen Fragen. So, keine Medikamente zeigen ein sehr erhöhtes Risiko für schwere Covid-Erkrankungen. So, das ist Main und Hauptmessage. Es gibt einzelne Ausnahmen, aber grundsätzlich muss man die Therapie weiterführen, nicht stoppen. Und die Stratifizierung von den Patienten ist wie bei der normalen Bevölkerung. Und am Ende muss man diese Therapie weiterführen, die Schübe zu vermeiden. Und das Idealste ist natürlich noch, die Impfung durchzuführen. Es gibt keine Kontraindikation, und es ist möglich, mit der Immunosuppression mit hochwahrscheinlich auch eine gute Wirkung, weil die Wirkung von diesen Impfungen so hoch sind. Es bleiben noch offene Fragen, aber die sind mehr ein Weg in den Details, welche Impfung wird dann am besten wirken, wie lang etc. Und das fragen sich alle, aber spezifisch zu CD-Patienten im Moment ist es, wo wir stehen und was wir empfehlen für die Patienten, oder mindestens was ich empfehle. Ich würde nicht dann für alle diese Empfehlungen machen, aber es ist sicher, was eigentlich die Daten uns jetzt zeigen. Voilà, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Und ich weiß nicht, Christoph und Frank, haben Sie schon interessante Fragen gesehen? Jawohl, es gibt ein paar Fragen zu diesem Thema. Vielen Dank, Pascal, für diesen schönen Vortrag. Eine Frage war natürlich, wie schwächen Medikamente die Impfung ab? Ich glaube, das ist eine sehr berechtigte Frage, die wir natürlich im Moment nicht ganz beurteilen können. Viele von diesen Medikamenten sind langwirksam. Wir können die ja nicht schnell für die Impfung absetzen und dann wieder ansetzen. Bei einem Teil geht das, oder wie beim Tofacitinib kann man das machen, aber bei vielen eben nicht so. Eine wichtige Frage, das ist sehr spekulativ, ein Zuschauer hat geschrieben, kann eine Covid-Infektion auch einen Erkrankungsschub auslösen? Mhm. So, diese Antwort ist nicht, ich habe diese Situation erlebt mit den Patienten, es ist manchmal schwierig zu unterscheiden, ob eigentlich die Beschwerden, die der Patient hat, sind assoziiert mit dem Virus oder assoziiert mit einem erneuten Schub. Und die Strategie, so ohne, man kann nicht hundertprozentig das Weißen unterscheiden. Und deshalb ist es auch schwierig, als Forschungsfrage zu stellen und wirklich zu beantworten. Aber die Realität ist, der Darm geht schlechter, wie vielen auch andere Gastroenteritiden oder Infektionen. Man muss warten, dass das Immunsystem diese Infektion behandelt hat und ihm die Möglichkeit geben, das zu eradizieren. So, meistens, was ich da ein wenig empirisch gemacht habe, ich weiß nicht, ob ihr Daten gesehen haben, aber ich habe empirisch die Immunsuppression reduziert, wenn es möglich war, und gewartet, bis die Infektion weg war, aber nicht komplett gestoppt. Und dann ging es wieder nach ein paar Tage besser, und dann könnte man wieder die Immunosuppression nochmal
verstärken. Und wir haben dann dem Patienten ganz genau gefolgt, um zu schauen, wie der Verlauf war, um da richtig zu entscheiden. Das ist wirklich eine Anpassung jedes Mal von der Therapie mit dem Patienten, mit seinen Beschwerden, aber mit gutem Verlauf. Aber die genaue Antwort macht es einen Schub, ist schwierig zu beantworten. Es hat noch mehrere Fragen, die so in die Thematik reingehen. Abstand, Infliximab, Infusion und Impfung oder überhaupt Medikamentengabe und Impfung, das ist etwas, was ich sehr häufig zu hören kriege. Möchtest du da was noch dazu sagen, Pascal? Ja, also ich habe mich mit vielen unterhalten und habe auch mein eigenes Zentrum, das ein wenig organisiert, dass wir diesen Abstand, den ich vorher gezeigt habe, von 10, 14 Tagen probieren zu haben, so ein halbes Zeit den meisten Medikamenten, die wir geben, wollen wir haben. So, das heißt, du gibst zum Beispiel ein Anti-TNF und wartet 2 Wochen und dann gibst die Impfung. Und es könnte sein, je nachdem, dass die nächste Gabe ist dann wieder 2 Wochen später. Und du machst dann noch die nächste Gabe noch 2 Wochen nachher. So, ich probiere eigentlich diesen Jump, 2 Wochen. Und wenn es nötig, können wir auch, wenn die Patienten völlig stabil sind, ein wenig den Abstand verlängern, wie wir es machen, ähnlich zu den Operationen und die spezielle Situationen, wo sie auch dran gewöhnt sind, den Schedule von der Therapie anzupassen. Ich glaube, die neuen Impfungen, die mRNA-Impfungen, die sind sehr gut konzipiert und ich habe das neulich gelesen, dass die Dosis relativ hoch ist. Also man muss auch davon ausgehen, dass bei immunsupprimierten Patienten eine recht gute Antwort auf eine Impfung, zum Beispiel mit dem Pfizer oder mit dem Moderna-Impfstoff zustande kommt. Ich glaube, aber hier braucht es wirklich Studien. Das wird nicht ganz einfach sein, wirklich zu gucken, wie gut wird die Impfantwort sein. Ich habe noch eine letzte Frage an dich, Pascal. Ein Patient hat geschrieben, er sei Krankenpfleger, hätte eine immunmodulierende Therapie, sei jetzt 2-mal geimpft. Würdest du ihm erlauben, auch wieder mit Covid-Patienten umzugehen? Wenn er 2-mal geimpft ist, er wird sowieso die Maßnahmen und den Abstand halten und das Risiko auch jetzt von einer schweren Covid-Infektion ist viel kleiner. Ich denke, wenn man alles abwägt, würde ich ihn wahrscheinlich erlauben, sozusagen wieder seine Arbeit anzufangen. Es gibt auch viele Situationen, wo unsere Patienten nicht mehr es schaffen mit diesen Restriktionen, die wir gegeben haben. Jemand muss wieder arbeiten können, irgendwann. Und das ist sicher die richtige Zeit, wo man jetzt 2-mal geimpft worden ist und ich empfehle das. Jawohl, sehe ich ähnlich. Ich glaube, wir müssen aufgrund der Zeit weitermachen. Ich würde jetzt Christoph Matter bitten, noch seinen Vortrag zu den Biosimilars zu halten. Bitte, Christoph.